Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Markus mit dem zweiten Teil der Reihe von dem Brickling Designer Programm. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke das hier oben und dann könnt ihr euch das angucken. Da habe ich noch mal so ein paar Hintergründe zu dem Programm als solches und dem Ablauf gegeben. Und möchte euch heute ohne große Umschweife dann auch die noch fehlenden drei Sets, die auch hergestellt wurden, vorstellen. Zwei Sachen möchte ich noch nachreichen aus dem letzten Video. Das erste ist die Preise, die bisher gezahlt wurden für die Burg und das Boot. Und das Zweite ist, dass ich ja gesagt habe, dass diese Aufkleber mit der vierstelligen Nummer, die aus meiner Sicht oder wie ich dachte, die ja, Set, also die Nummer von dem Exemplar darstellen, also eins von 5000 und so weiter und so fort, das ist nicht so. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das denn genau darstellen soll, eventuell wo das hergestellt wurde. Jedenfalls ist es so, dass die Nummern wohl immer die gleichen sind. Und ja, falls ich es noch rauskriege oder es irgendjemand weiß, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Aber lasst uns ohne Umschweife nochmal dazu kommen, dass ich muss mal hier nebenbei etwas ordnen. Ne? Die Sets sollen ja auch im ordentlichen Zustand bleiben. Also, wir haben hier nochmal die Burg im Wald, das sicherlich nicht nur in der Anschaffung teuerste Set und größte und schwerste Set, sondern eben auch das beliebteste Set. Ich hatte erwähnt, dass es bei Bricklink für 400 Euro eingestellt ist, aber noch nicht verkauft wird. Habe jetzt mal bei eBay geguckt und da ist es tatsächlich so, dass schon einige, das sind natürlich immer Durchschnittspreise und ich sage auch nochmal, wenn es halt der Durchschnitt auch Quatsch ist, weil zu wenig verkauft wurden. Hier wurden bisher von allen Sets am meisten verkauft und der Wert schwankt so ein bisschen, aber es ist so um die 350 Euro, was ja mehr oder weniger ein bisschen mehr als das Zweifache darstellt. Das finde ich auch so aus der Erfahrung heraus für Sets, die gerade erst geliefert wurden und die limitiert sind, so das Zweifache und ein bisschen weniger so um den Dreh. So, ich sage nicht, dass es normal ist, aber das ist so der Erfahrungswert, für was die dann weggehen. Ja, bei dem Boot war es ja so, dass der Brickling-Preis für mich etwas also im Vergleich zur Burg zu günstig erschien. Bei eBay wird es ein bisschen relativiert. 109,99 in der Anschaffung, für durchschnittlich 240 ist der weggegangen. Ja, das erstmal dazu. Dann kommen wir aber zu den fehlenden drei Sets. Ach, ich freue mich so, ist wie Weihnachten, ja. Und fangen wir mit dem größten der drei kleineren Sets an. Und die Rede ist von dem Kakadu, Kakapu. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ist alles. Und den kleinen Freund. Also ihr kennt ja mein Faible hier für die. Dann muss ich mal hier aus dem Weg für die Pets. Dieses Set ist aber ja mehr so wie der Mini-Yoda oder der Yoda, also praktisch ein Display-Set zum Hinstellen und zum auch Hut aufsetzen, ja. Und ja, der kleine dazu ist natürlich besonders süß. Ja, wir haben bei diesem Set, und das schon mal vorweg, bei all diesen drei Sets keine Figuren. Und das Set kostet 69,99 und hat 1063 Teile, wodurch wir einen Teilepreis haben von 6,58 €. Hier ist es so, dass es bei Bricklink kaum Angebote, also noch weniger Angebote gibt. Und die Angebote, die es gibt, sind so extrem hoch, also 200 Euro und mehr. Und bei eBay, ja, kann ich euch keinen wirklichen Preis sagen. Es wurde bisher erst einmal verkauft, tatsächlich für 199 Euro. Also wenn das stimmt, ne, ich kann ja nur, ich weiß ja nicht, ob der sich an sich selbst oder irgendwen verkauft hat. Also für 200 Euro ist es weggegangen. Aber wie gesagt, da, das bleibt eben abzuwarten. Ja, ist wesentlich leichter als die anderen. Und ich guck mal,
von der Höhe der Verpackung her genauso wie die großen Sets, aber natürlich nicht mal ansatzweise so tief und so breit. Ja, ein sehr schönes Set, aber das sind sie alle. Und machen wir gleich weiter mit dem Set für 49,99 und dem leichtesten Set, weil auch die wenigsten Teile, wenn auch knapp, das ist der Traum von Fliegen. Und hier haben wir, ihr seht es, man könnte denken zwei Figuren, aber es sind tatsächlich nur zwei Köpfe. Ja, und dieses Set hat 541 Teile, hat damit einen Teilepreis von 9,24 € und ist damit mit Abstand das auf Teilepreise gemünzt teuerste Set, was man hier erstehen konnte. Ja, man kann hier noch ein bisschen auswechseln. Ich glaube hier Gebrüder Wright, ja, hier die erste Maschine hier, das erste Flugzeug, könnte ich mir vorstellen, soll das darstellen. Doppeldecker, natürlich immer schön. Ja, ein wirklich sehr, sehr schönes Set. Und auch hier ist es so, dass ja, es nicht wirklich Referenzwerte gibt bisher. Es wurde zweimal verkauft. Der Durchschnitt ist 120 € bei eBay. Aber ja, das wird sich dann eben auch noch zeigen. Es gibt auch nicht so viele Angebote. Diese Sets waren wirklich, also von der ersten Runde waren das Fischerboot und die Burg extrem schnell weg, also innerhalb von Stunden. Bei den anderen hat sich es tatsächlich dann auch noch ein paar Tage gezogen. Das ist natürlich immer noch kein Vergleich zu der zweiten und dritten Runde, wo es jetzt wochenlang offen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass, ja, sage ich mal, die Mitte erstmal gefunden werden muss und natürlich auch viele Händler zugeschlagen haben und gleich 5 gekauft haben. Ich glaube, Lego lag grundsätzlich nicht ganz so falsch mit der Höhe der, also der Anzahl dieser Sets als solches. Für den ersten Moment, ich glaube, wäre es von Anfang an so gewesen, dass man nur ein Set hätte bestellen können, dass es zwar die Burg als Ausreißer gegeben hätte, aber ansonsten hätte es auch viel länger gedauert, bis alle verkauft sind, zumal es war ja nicht nur eine Limitierung insgesamt, sondern eben auch eine Limitierung auf mindestens Kontinentalbasis, wenn ich mich nicht irre. Ja, also, und dann kommen wir zu dem günstigsten Set und ja, ich finde es okay. Es war in meinen Top 5, aber es war auch wirklich auf dem 5. Platz. Es war immer noch beliebter als viele, viele andere Sets. Aber ich kann verstehen, wenn viele sagen, ja, warum wurde das jetzt umgesetzt? Die Rede ist von dem Tresor des Sheriffs, das günstigste Set zum Bestellen zumindest, 44,99 €. 580 Teile, also gut 39 Teile mehr als der Traum von Fliegen. Und auch hier, ja, keine Figur dabei. Teilepreis ist dann bei 7,75 €. Und ja, hier ist, also ich würde es jetzt nicht unbedingt verwenden, um wirklich Geld auch zu lagern. Ja, aber nichtsdestotrotz ein schönes Set und nicht ohne Grund in den Top 5. Aber wenn ihr mich fragt, also wirklich, ja, also nicht eine knappe Entscheidung war es, glaube ich, nicht. Aber es ist mal was anderes. Aber ja, nicht so beliebt gewesen, jetzt nicht mal ansatzweise wie die Burg oder das Fischerboot. Ja, und damit sind wir durch. Alle 5 Sets vorgestellt von dem Bricklink Designer Programm. Ja, hier nochmal die 3 Sets, die ich euch heute vorgestellt habe. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das Video wird zum ersten Weihnachtsfeiertag hochgeladen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen heiligen Abend. Ich wünsche euch auch noch erholsame Tage. Bleibt gesund. Freue mich, euch dann auch im neuen Jahr hier begrüßen zu dürfen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Bis dann. Ciao.